Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, Manni war wieder ein bisschen shoppen. Ich habe wieder Eisen und Steine und so gefarmt aus dem kleinen Löchlein. Jetzt wollen wir mal ein bisschen auf Reisen gehen. Wir haben ja noch nicht so viel gesehen hier. Hier geht's in die große Stadt. Da geht's Händler etc. pp. Und eine große Stadt ist übertrieben, aber hier hinten kommt ja nochmal eine. Habe ich schon mal geguckt und da werden wir jetzt wieder hinfahren. Hatte ich ja im letzten 7 Days Livestream war ich ja da unterwegs gewesen. War nicht dieser Spielstand, war ein anderer. Keine Angst, wir erkunden das jetzt nochmal neu. Ab und zu streame ich auch mal 7 Days to Die auf Twitch. Allerdings ist das dann ein anderer Spielstand. Wir wollen ja dem Let's Play nicht vorgreifen. Da gibt es auch anderen Loot. Die Städte sind ähnlich aufgebaut. Allerdings, wie gesagt, der Loot ist anders. Das, was man rauskriegt und findet. Und so, hier waren wir ja schon. Hier hatten wir ja schon so ein bisschen ausgeräumt. Und wir fahren jetzt hier einfach mal weiter. Wir brauchen auf jeden Fall endlich mal den Bauplan für die Stadt, für die Stahlwerkzeuge, dass wir endlich Stahlwerkzeuge selber herstellen können. Weil ich könnte mittlerweile schon Level 3 Werkzeuge, glaube ich, herstellen. Allerdings nicht in Stahl. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ups, da steht einer, da steht einer. Und ja. Eisenschaufel zerlegen, das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, das können wir zerlegen. Ja, ich habe eine Eisenschaufel, ich habe eine Level 1 Stahlspitzhacke, da kommt man nicht allzu weit mit. Ich habe jetzt zwar mittlerweile den Erdbohrer hatten wir ja vorne schon. Aber der ist halt auch Level 1. Das ist jetzt auch nicht so hochdramatisches. Ja, wir sind überlastet. Ich weiß. Mein Gott, wie oft kann man denn daneben schießen? Hallo Freund. Ups. Das war jetzt aber Glück. Da ist ein Fohlen, ist das Juhu, ein Ei. Das Bambi lasse ich mal am Leben. Ja, Eier sind sehr wichtig geworden, habe ich festgestellt. Nicht um da gekochte Eier draus zu machen, weil die bringen irgendwie fast gar nichts. Aber man kann Eier mit Speck oder wie das heißt draus machen. Und das bringt dann wiederum eine ganze Menge. Meine Güte. Die Pünktchen nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, logisch. Wozu sind wir hier, wenn nicht zum Zombies schlachten? Noch jemand ohne Fahrschein? Nein. Dies nehmen wir auch mit. Weil wegen, ihr wisst, wir müssen Beete bauen. Okay, kannst behalten. Auch nichts drin. So, und Auto tut. Hallo? Hallo? Shorts brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Und mir hätte da ein Fertigkeitspunkt. Hier hätten wir schon reingeguckt. Das können wir zerlegen, das nehmen wir mit. Das nehmen wir sowieso mit. In der Handtasche. Federn, wir brauchen einen Federnmensch. Oder kein Mensch. Können wir essen. Nee, den Bambi lassen wir leben. Wir haben genug Fleisch zu Hause. Diesen nehmen wir mit. Logisch. Zwischendurch mal wieder was ablegen hier. Wildschwein lassen wir auch leben. Die Schrottpatronen brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Davon haben wir noch genug. So. Und das Moped ist schon. So, ich fahre mal hier links rum. Da ist nämlich eine Schule. Hab ich schon mal rausgekriegt. Es tut mir leid, aber dich muss ich. Weil du greifst mich sonst an und das finde ich nicht nett. So haben wir nicht gewettet. Mein Gott. So, kann ich jetzt hier in Ruhe, danke. Das Autili auseinander tun. So. Noch so ein Viech. Tülü. So, hier ist Polymanzei. Da gab es nicht allzu viel zu holen. Wir können ja trotzdem mal reinschauen. Jetzt mal die Beine. Wenn ich den treff. Ich liebe dieses Gewehr. So. Schon wieder einer. Mit dem Vorhalten klappt bei mir noch nicht so.
So. Sehr schön, sehr schön. Na so, wo kommt ihr denn alle her? Ich habe irgendwie die dumme Befürchtung, bevor ich hier fertig bin, beziehungsweise bevor ich in der Bibliothek war, muss ich irgendwie nochmal nach Hause fahren. Eigentlich bin ich ja nur auf der Suche nach nach Bauplänen, ne? Eigentlich. Ich meine, wenn nebenbei noch ein Motor rumkommt. Bin ich auch nicht abgeneigt. Emoteur, sehr schön, sehr schön. S. Da. So, Stahlwerkzeugteile, Leder, Putzlappen, Federn, Öl, Motor, Kühler, Batterie, das kann auch da rein, das und der auch noch und dann ist voll. So, ich würde sagen, wir plündern das Polizeiquartier. War eigentlich auch ein schöner ein schöner Screenshot. Du? Ist gekauft. So, jetzt nehmen wir hier drin einfach mal das Ding. Wer klopft? Magnum der Vollstrecker, ja. Nehmen wir gerne. Hier gibt's aber auch gar nichts. Hier haben wir auch nichts da gelassen. Abüschareal. Ödlandschätze. Ja, nehmen wir. Eisenvorschlag haben wir ja mit. Elektrische Türen und Zugbrücken. Das ist immer gut. Immer gern gesehen. Du bist hier falsch, mein Freund. Die Kantina. Ja. Nein. 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 Können wir zwar schon, aber wie gesagt. Die Punkte.
Die Punkte. Ist hier irgendwie was? Ne. Ja, Schrot. Schrot ist immer gut. Oh, da ist. Kann auch von hier nicht so gut. Da gehen wir gleich hin. Hier ist Zelle. Bulette. In 90% der Fälle ist dort nur Wasser. Achso, hier waren wir schon. Alles klar, Frau Klöhr. Wir gehen nach oben. Hier ist niemand. Das ist gut. Ja, scheiß Schmerzmittel, davon haben wir so viel. Patronen kann man immer gebrauchen. Der nächste Blutmond kommt bestimmt. Wir müssen unbedingt Lucky Looter weiter ausbauen, das geht nicht anders. Ja, hallo! Oh. Eine Maisgrube nehmen wir mit. Hier wird sich nicht von hinten angeschlichen. So nett, mein Freund. So nett. So. Wir haben ja so 2, 3, 4 Dietriche. Es ging fix. So, hier ist ja nichts weiter. Manchmal versteckt sich hier hinter noch was. Aber hier scheinbar nicht. Nein. Manchmal haben sie hier noch was versteckt. Bei beiden brauchen wir nicht mitnehmen. Hier können wir nochmal reingucken. So. Hätten wir dieses auch geklärt. Da ist auch noch was Schönes drin, das holen wir uns auch gleich. Jetzt mal gucken wir uns hier den Koffer an. Glücksbrille, Beutebonus plus 6. Minus 2 haben wir da. Naja, gut.
Ah, ich weiß, falsches Werkzeug. Schaffst du es? Schaffst du es? Schaffst du es? Guck mal. So. Das. Was haben wir hier Schönes drin? Ja, gut. Munition und ein Bücherregal. Die große Kuh, setz eine. Luxbeines kannst du aus Höhen von bis zu 15 Metern fallen, ohne Schaden zu nehmen. Aha. Na gut. Das wäre es gewesen, glaube ich. Aber da ist. Na gut. Das wär's gewesen. Schön, schön. Hat sich ja gelohnt. Schreck mich nicht so. Komisches Viech. Wir laden um. Du bist durstig. Trinke Wasser. Wir trinken ja mal Kaffee. Ist viel schöner. Also. So. Schrot, Mumpeln. Geld passt nicht mehr rein, passt nicht mehr rein. Doch, passt rein. Nicht mehr rein, passt nicht mehr rein. Mehr kriegen wir dort nicht hinein. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Polizeipräsidium haben wir abgehakt. Da ist noch eine Butze, da war ich noch gar nicht drin. Da hinten ist das Kolosseum, das ist so eine Art Stadion. Da weiß ich aber noch nicht, wie man da hochkommt. Und da ist auch eine Schule und die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut.